Ja. Ja. Hallo Freund. Ist doch kein Flasch? Ist doch kein Flaschensammler. Ach, der Sir? Hallo Freunde. Es ist Montag, es ist in Dresden, es ist Pegida-Tag. Heute mal wieder vom Neumarkt. Im Hintergrund seht ihr noch unsere Frauenkirche. Wir laufen aktuell gerade los. Bitte teilen, teilen, teilen. Das hilft uns, das kennt ihr schon. Jede Woche aufs Neue. Heute können auch die ganzen Touris was lernen, die hier unbeteiligt in den Restaurants rumsitzen. Der Livestream wächst. Teilen, teilen, teilen bitte. Leider heute ein bisschen Gegenlicht, aber das sollte sich dann auch bald erledigt haben beim Filmen. Die Polizei war wieder ganz entspannt heute, ohne Helm, ohne Schutzausrüstung, so wie wir es bei uns aus Dresden gewöhnt sind. Da vorne haben wir wieder die Schreihälse stehen. Auf der linken Seite mit diesem lustigen roten Auto werden sie gleich anfangen rumzuplärren. Aber was die Leute am meisten ankotzt, ist, wenn man sie ignoriert. Und das werden wir natürlich auch wieder tun. Jetzt darf die Gegenseite noch näher ran vorne, um noch lauter pöbeln zu können. Aber das kennen wir ja schon. Einfach ignorieren. Das ist ja aber der Wahnsinn. Dort vorne haben sie 25 Leute zusammengekriegt, bei uns am Platz auch 25. Sind sie so bei 50? Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Teilen, Freunde. In eure Gruppen, in eure Profile. Wenn es halt ein paar mitkriegen in der Gruppe, die damit nicht einverstanden sind, dann ist es umso besser, weil dann ärgern sie sich. Herr Vogel, auf Wiedersehen. Genau, Jeanette Laug, am 1. Juli nächsten Sonntag ist Demonstration Zukunft Heimat in Cottbus, 14 Uhr vor der Stadthalle, da wo in letzter Zeit die ganzen Verteilungs- und Revierkämpfe der neu Zugewanderten stattgefunden haben. Also fahren wir natürlich nach Cottbus. Warum losen die hier jetzt zu den Kellen hier? Was ist denn das? Kennen Sie Pegida nicht? Nee? Müssen Sie mal googeln. Ja? Kommen Sie aus Dresden? Nee. Dann würde ich Ihnen raten, mal zu googeln, weil laut Fernsehen sind das alles Nazis. Laut Fernsehen, ja. Ach, kennt ihr nicht? Die dürfen hier nur in unserem Lager oder was? Scheiße. Ich stelle auf die Bahn und ich fährt hier, okay? In 10 Minuten fährt auch Ihre Bahn wieder. Sobald wir hier weg sind, geht der Bahnverkehr weiter. Mögen Sie denn die Frau Merkel? Und alle Leute, die hier laufen, sind gegen Frau Merkel und würden sie am liebsten gestern als morgen in die Wüste schicken. Ja, na selbstverständlich gegen Frau Merkel. Wo informieren Sie sich? Über die Tagesschau, über die Tagespläne? Sind Sie damit einverstanden, dass Millionen von Menschen nach Europa kommen, die in jeder Art und Weise illegal sind? Nee, das finden Sie gut? Nein. Na dann müssen Sie gegen Frau Merkel sein, wenn Sie das nicht gut finden. Ja, aber kann ich alleine machen? Ja, einfach mitgehen. Dann sind Sie nicht mehr alleine. Freunde, nochmal teilen, bitte. Ich werde mich jetzt wieder hinten im Zug mit einreihen, werde wie immer für euch nochmal mit vorgehen, versuchen noch ein paar Bilder einzufangen. Die junge Frau, die mich gerade ansprach, wusste nicht, was das ist. Sie mag aber Frau Merkel. Ich sage, mögen Sie denn da auch, dass Millionen von Illegalen nach Europa importiert werden? Sagt sie, nein. Ich sage, dann können Sie die Frau Merkel nicht mögen. Also was soll ich denn da aber alleine machen? Ich sage, einfach mitgehen. Ja, und das ist genau das Problem von den Menschen, die sich nur über die Tagesschau, die Tagesthemen oder was auch immer informieren. Sowas kommt dann dabei raus. Angie im grenzenlosen Wunderland, keiner mag sie. Ja, leider mögen sie noch zu viele Leute, beziehungsweise haben sie gewählt. Nee, ich hab's schon. Ich hab's alles drauf. Immer wieder eine Freude, das königlich sächsische Banner zu sehen. Aber die stehen auf dem Marktplatz und dann geht es um die Platten von den Opfern, die da gefallen sind. Die hat doch Stasi. Ja, nachdem Deutschland das beste Spiel verloren hat, ist das schon ein bisschen abgeschlossen. Genau, da haben wir wieder. Jawohl.
Nein! Das, was der junge Mann hier hinten auf seinem Schirm stehen hat, ist genau das, worum es geht. Ihr solltet euch alle mal am Riemen reißen und irgendwie aktiv werden. Irgendwie, Hauptsache aktiv. Ich hatte nur das T-Shirt. Soll ich euch mal die Schreihälse zeigen, Leute? Mal kurz, 10 Sekunden zeige ich sie euch mal. Ja, Herr Richard Roman. Was machen Sie denn? Bewegen Sie sich irgendwie? Wenn Sie nichts machen, einfach mal den Mund halten. So, hier habe ich ein schönes Schild gefunden, Leute. Lutz Bachmann, übernehmen Sie die Vormundschaft für Frau Merkel. Wer will das denn? Fräulein Merkel. Fräulein Merkel. Nee, die muss nämlich ins Heim. Ja. Ja, schneller geht's nicht, wir können doch keine Wahl machen. Sehr schön. Ja, unsere lieben Freunde von Mission Lifeline fahren ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, unter niederländischer Flagge. Nur wissen die niederländischen Behörden nichts davon. Sowas nennt man im Allgemeinen Piraterie. Du meinst, bei dem Integrationsfestival war auf der Demo jemand? Für Heinichen. War mehr als 1000. Von 150 Mann im ganzen Tag. Sauber. Das gefällt mir schon wieder. Sehr geil. Ja, Freunde, nochmal teilen bitte. Wir sind doch schon zu zweit.